Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Force-Projekt zusammen mit dem Money. Und genau. Im Roleplay. Moin. Moin, moin. Genau. Ja, sag mal, Money. Ich hab ja 5 Paletten am Start, habe ich ja. Oh. Und genau. Ja. Alter. Ich freue mich so sehr. Auf was denn? Auf den Regen hier gerade. Mir ist so warm, Junge, mir läuft hier die Schwitze, die Arschkäfte runter. Das, ne? Das zeige ich. Und ich sag mal so, wenn es unten ankommt, ne, dann ist schon wirklich viel Wasser durchgelaufen. So viele Haare, wie ich am Arsch habe. Ja, also da ist wirklich einiges durchgegangen. Ich fahre ja gerade im Kreis, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Sag mal, was? Mal, ach, da hinten. Warst du denn noch nicht hier bei dem neuen Thailand-Enthaarungskur-Ding? Sag mal. Mensch, ich lass mir hier so Wachs durch die Arschritze ziehen oder was und dann abruppen. Bist du nicht ganz sauber oder was? Die bieten auch Happy End an, du. Quatscher. Also ja. Okay. Da kannst wir müssen glauben, das so verstehen mit Happy End. Happy End. Ja, was meinst du denn damit? Die massiert auch, ne? Hab ich schon mal gedacht. Ja, die massiert auch. Achso, ne, naja, massiert und rasiert. Ja, also beides, massiert und rasiert. Beides massiert hier und greift auch mal ein bisschen so tiefer, du. Ach, Quatscher. Echt, ja. Okay. Die verreine Muskel oder was, oder? Ja, ja. Ach so, na guck. Gehst du, also welchen gehst du noch da hin? Wischen, ey, ich hab in deinem Traktor letztens 3 volle Zehnerkarten gefunden. Da kannst du mir ruhig mal einen abgeben, wenn der 11. umsonst ist. Ja, dann ist die 11. umsonst. Also, guck mal, Mensch. Können wir mal zusammen hingehen oder haben die noch eine? Nee, nee, die haben mehrere, kannst du aussuchen, du. So. Also ich weiß auch nicht so richtig, aber... Ich verkauf das Ding jetzt hier mal. Nee. Was denn? Den Tiger Cat. Ach so, na klar, den großen, da, gell? Jo, jo, oh, das Ding. Da kriegen wir nur 4.261 für. Ja, das ist ein Scheißhaufen, Junge. Den sollten wir auf den Schrottplatz fahren, da ist doch der Eisen mehr wert. Recht, ja, du. So, verkauft. Ich versuche mal hier die Paletten abzuladen vom Beneter. Ach, der hat mich schon angerufen, gell? Ah. Ja, der will heute doch nicht kommen. Also die Paletten, der wollte doch die Paletten abholen. Ja, genau. Ja, hat er ja gesagt, ja, Zwischenlieferung, hat uns einen übelsten Stress gemacht. Na, jetzt hat er wieder angerufen und hat gesagt, er braucht die Paletten doch noch nicht. Ah, okay. Naja, sinnlos mit dem. Löwe, da hat ein bisschen, seitdem der von deinem Zaubertrank getrunken hat, ist er ein bisschen verblitzt. Kann das sein? Das könnte sein, du. Sag mal, hör mal, ja, was denn, sag mal oder hör mal, was denn jetzt? Wie viele Paletten wollte denn? Normal. Ja, der wollte eigentlich, ich glaube, 5 oder 6 Paletten wollte der. Also, ach so, insgesamt. Ach, scheiße, warte mal, müssen wir mal ins Auftragsbuch gucken. Warte mal, wo hab ich denn das hier? Zack. Der wollte 10.000 Hackschnitzel oder kriegt 15 Paletten. 15. Okay. Wie viel hast du denn da oben schon fertig, du? Ich hab hier unten 2 fertig. Ich hab 5 auf dem Hänger, ja. Okay, und hier unten stehen auch nochmal 2, du. Das sind schon 7. Ja. Ja, das hat er hin. Wäre alles gut. Es ist halt nicht hin, da fehlen noch 8, aber... Komm voran. Och, da steht er heute drauf. Sehe ich gerade. Das wäre was geworden. Ich habe auch noch gefallen. Ich habe gehört, hier soll eine neue Firma aufmachen, du. Wo? Hier bei uns in der Nähe, hier in den Kiefhäuser. Und zwar eine Pressplattenfirma. Quatscher. Ja, sicher. Pressplatten? Jo. Was ist für Pressplatten? Pressplatten aus Holz. Glaub, was, die pressen Holz? Die pressen hier Platten? Ja, also Holz. Ja, ja. Okay. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mit denen gleich mal in eine Verhandlung eintreten, oder? Ja, das sag ich dir, damit wir die auch direkt warm halten bei uns so. Ja, ich würde schon sagen, dass wir da mal reingehen. Also mal hier einen Chef anrufen und mal fragen, wie es so aussieht. Weil ich sag mal, wir haben ja auch eine Firma und wenn wir da vielleicht ein bisschen guten Absatz bringen, dass wir, ja, wir müssen ja unseren Einkaufspreis so ein bisschen drücken, gell? Dass wir maximale Gewinne und so, du weißt schon. Das sag ich dir. Dass endlich mal mit meinem Panamera was wird. Den Bock mehr auf den Dacia-Logan, ey, sag ich dir. Das Ding ist zwar tippitoppi, gell? Aber naja, du weißt ja, das Ding mit dem Statussymbol halt. Naja, ja, ja. Naja. Ich fall letztens wieder eben gesehen, Alter, so einen alten, gell? Doch, ja, ey. Alles grau auf dem Kopf, alles grau auf dem Kopf. Eine Wanne vorne dran. Und, boah, keine Ahnung, total ein Schmierlappen, sag ich dir. Und daneben eine Miezekatze. Übel ist das, oder? Die hatte einfach Bizen, hochgeschnallt, schön braun. Sag dir, naja, und was war's? Da saß im Ding Porsche drin, gell? Ah, okay. Oben offen, hier, ohne Dach, die Porsche, ja. Die schönen Dinger, ja. Ja, boah, wie hießen die? Ja, ohne Dach. Abrio?
Ach ja, die Cabrios, genau. Cabrios, ich frage mich auch mal, wie die ganzen Leute das schaffen. Ich fahre hier noch mit meinem VW Passat durch die Gegend, Kombi. Ne, der alte 35i, oh, VR6, oh, das war noch ein Motor. Junge. Der Holto. Da. Der heult wirklich, wenn du einsteigst. Denkt er sich, oh nee, schon wieder der dicke Kinder. Da hat er wirklich, oh, der heult da. So, pass auf, schaut ihr mal unter das Dach. Ja, unsere Paletten, ich hätte jetzt fast gesagt, dass sie nicht nass wären, aber naja, das verkneife ich mir mal lieber, weil hier regnet es überall durch. Oh. Naja, das ist eine sinnlose Kacke, ist das. Nix dicht. Wir sollten uns auch mal so einen Kevin holen, ja. Der hier mal für die, naja, du weißt schon, für die Pimmel vorzuarbeiten da ist. Was wäre mal was, du? Der hier, zum Beispiel mal das Dach hier wieder zukittet. Und mal die Kohlen noch Farbe sortiert. So. Müssen auch wieder sauber gemacht werden, die Kohlen. Oh, oh, oh. Denzel, Denzel. Aber hier, guck mal, die neue Gabel, die wir haben hier von den Tschechen. Gell? Ja. Die mit den vier Zacken vorne, die ist nicht schlecht. Also, ist sie gut. Geht für die Holzbretter, geht die gut. Gell? Das ist ja auch so große Paletten sind, also kannst du nicht sagen. Man kann die nicht immer nur schimpfen, die Tschechen. Nee, nee, nee. Müssen wir mal sagen, habt ihr gut gemacht, Jungs. Haben gute sie Gabel. Gut gemacht. So, pass auf, hier, fünf Paletten haben wir schon mal drin in der Halle. Oh, nee, schön, schön. Bitte guck ich mal, wo es noch welche gibt, hä? Hast du mal welchen Sägewerk hier noch den Überblick ein bisschen? Ja, ja, hier oben bei mir im Sägewerk, da stehen noch zwei Paletten, die dritte ist gerade in Anmarsch. Wisst ihr, was ich mir gemacht habe und einen Traktor drin habe? Ja, zum Trinken, bei dem Wetter hier, weil es ist ja so warm, gell? Und jetzt regnet es, ja, ja. Ist auch noch übelst schwül und, oh, das ist alles zum Kötzen. Du gehst ja raus vor der Tür, in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, bist du ja frisch geduscht, gell? Da ist ja sacknass alles. Alles das, ist sacknass. Das ist wohl so. Wahr, das ist wohl wahr. Und ich hab mir, pass auf, ich hab mir ein Glas voll Eiswürfel gemacht, gell? Ja. Und da habe ich da in Orangenlimo draufgehauen einfach. Oh. Hm. Was machst du? War drin geschratzt, total lecker. Hm. Das war's auch schon, übrigens. Ja. Ja, ja. Ey, ja. Ich hab einfach mein blondes Mal kühl gestellt, du. Da tue ich keine so. Eiswürfel rein, das verwässert nur da, ne? Weil es ist dann eine gepanschte Scheiße drin nicht. Ach ja, du trinkst ja, du willst ja, ja, das stimmt, wenn die Eiswürfel sich auflösen, dann da mehr Wasser wie Hopfen drin, gell? Das ist so, das ist so. Ja, ja, da kommt der Günther nicht drauf klar. Nee, nee, das Bier nee. Nur noch 4,3 statt 4,5 hat. Hm. Willst du eigentlich, dass Bier schimmeln kann? Das Bier schimmelt nicht. Doch, doch. Das gärt nur. Nee, nee, das kann schimmeln. Echt jetzt? Hab ich gesehen. Ja, ja, hab ich gesehen. Haben sie in Bier eingeschenkt, in ein Bierglas, gell? Ja. Und haben es hingestellt und haben geguckt, wie lange es dauert. 50 Tage hat es gedauert. Also 50? Bei 50 Tagen hat es angefangen mit Schimmeln. Oh, okay. Naja, in 50 Tagen war es richtig schön, war eine schöne kleine Siedlung oben drauf. Den Schimmelpilze. So, ich fahr's mal ganz neu wieder ins Sägewerk. Ja. Und dann. Oh, kleines Bäuerchen gemacht, der Günner, alter Manni. und dann, warte mal, ich fahre auf den Sägewerk und dann muss ich mal gucken. Dann guck ich mal, ob da noch ein paar Paletten sind, dann nehme ich die gleich mit, in der Mitte im Sägewerk. Guck ich gleich mal um, ob noch irgendwas nein muss. Und dann müssen wir mal sehen, dass wir uns mal mit dem Kundier treffen, hier, wegen der Presspappe hier. Ja, das würde ich auch sagen, du. Dann müssen wir den mal anrufen oder irgendwas. Ja. Mal gucken, irgendwie muss am Telefonbuch stehen, oder? Haben die Hütte schon hingestellt? Also nee, die mal, nee, nee, ach, nee, das nee, geht nee. Doch nicht los. Geht noch nicht los, die haben, ich habe nur gesehen, ja, dass die Grundstück geschaut haben. Ich dachte, das wird so ein Containerbau wieder, sag ich dir. Das ist total in der Mode gerade. Glaube ich auch. Ist hier mit so Containern? Ja, ja, sicher, die sind schnell ja. Aneinander gepresst, Goodies. Ja, ja. Geht ratzifatzi, gell? Ja. Das ist auch, guck mal hier, der Kinder. Ja, hast du gemacht hier oben? Sägewerk, Brennstoff nachgefüllt, die Baumstümpfe gefräst und Und auch sein Fleisch ist klauschen. Das war's schön, jetzt. Schön, schön. Wollte ich unten nochmal den Holzstammwagen holen und ein bisschen Holz überall nachfüllen. Ja. Das ist doch sauber. Damit die Produktion auch immer schön am Laufen bleiben will. Aber warte mal, Holzstämme? Brauchen wir hier oben oder was? Ja, ein paar, da ist nur noch 36% drin, meine ich. Ach so, ne, dann müssen wir noch mal gucken. Da muss ich was reinhauen. Oh ja, ganz klein Mauerzüge, die Viecher, ey. Meine Fresse. So, na gucken wir mal. Zwei Paletten haben wir fertig, ja. Das ist aber auch gleich fertig. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht lohnt es sich ja zu warten.
Ja. Fahr die doch mal ein bisschen an da, vielleicht arbeiten sie sonst schneller. Ja. Sperr mal nein gleich, warte. In die Hütte. So. Sag, aber was soll ich aufladen hier? Das schleppen kann, wisst ihr? Nein, geplatten abgehauen. Das hat der Mann hier. Oh! Scheiße! Was denn? Auto lädt an, ja, oh. Nein, muss ich zeigen, passt wieder nicht. Oh, ich war blöde. Mensch, Dreckmist. Warte, muss ich mal anhängen. Oh, nee. Wer spielt denn nochmal einen Knöpfen hinten rum? Muss das Wort der Kevin, sag ich dir, ey. Arbeitsmodus ausschalten, so. Jetzt müssen wir mal gucken, immer wie das denn so. Tak, so. Gut, ich hab's wieder. Der Kevin, 100% hat der Vollidiot hinten ein paar Knöpfe gedrückt. Das glaube ich auch, da. Der saß ja auch. Den hau ich auf die Pfoten, wenn ich ihn sehe. Der hat ja in den John Deere meinen Spezialtropfen getrunken, da. Quatscher. Ja, ja. Hat er gefunden? Ja, hab ich ihm gegeben. Och, och, der zahlt auch den Kevin an. Naja, ich weiß auch nicht. Günther Irschland wirst du nochmal verhaftet. Boah. Mensch, ich aber noch nicht mal 18. Werde ich das erste Mal, da. Doch, da Günther. Deswegen, das sind die ganzen verwischten Tätowierungen auf deinem Arm. Ja. Ist doch der DDR-Knast hier. Oh ne, und wir haben ein Bild vom Erich hängen. Ne. Ne, da muss ich schämen. Er schämt sich nicht, du. So, na warte mal, jetzt setzen wir das mal hier ab. So, wunderschön. Haben wir schon mal eine Palette. Jetzt müssen wir die zweite noch aufladen. Und zack, oh ne, und zack die Bohne. So. Zack die Bohne, du. Muss ich mal gucken, ob ich das hier drauf kriege. Ich richtig schön gerade. Oh, da hab ich gut Platz gelassen. Ja, ich sag mal, gelernt ist auch gelernt, gell. Also, das ist. Wenn du immer drin hast. Ja, ja, wenn du es immer drin hast. Ist wie Fahrradfahren. Ich hab nie gelernt, gell, Fahrradfahren. Hast du nie gelernt? Nee, du. Also, ich hab Fahrradfahren, ich bin viel Fahrrad gefahren früher. Also, kennst du es früher? Da hat man, haben wir uns immer, also wir haben das immer gemacht. Da haben wir uns so eine Hörner vorne dran gemacht, an Lenker. Ja. Die hören schon hier. Ja, ja. Kennst du die? Kenn ich. Ne? Und dann bin ich mit dem Kumpel, sind wir immer nebeneinander gefahren, gell? Ja. Naja, da haben sie die Hörner schon mal verhakelt. Oh, ja, ja. Der eine wollte links lenken, der andere rechts. Naja, es hat nicht geklappt. Und da sind wir, naja, da sind wir halt, wir könnten ja nicht links und rechts fahren, da sind wir halt hingefallen. Ich bin bei mir im Dorf, Junge. Gell, pass auf. Im Dorf bin ich mal im Bach hingefahren. Unterm Geländer durch. Ja, echt? Und warum? Na freilich, weil Klein Manfred wieder nach hinten geguckt hat. Hat wieder nach hinten geguckt, keine Ahnung, was da war, der Boilerwagen oder ein Bonbonautomat oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich guck nach hinten und guck wieder nach vorne, zack, über die Brücke drüber und unterm Geländer könnte ich gerade noch einen Kopf einziehen. Zack, mit dem Fahrrad rein im Bach. Die ist bestimmt 1,50 Meter nur noch. Oh je. Du warst schon drinnen, wo ich nicht rauskommen soll. Na, vor allem mit Fahrrad, gell. Hast du dich dabei verletzt oder war alles gut da? Nee, nee. Verletzt hab ich mich nicht. Aber es hat Gott sei Dank hat es einer gesehen, gell. Der ist vielleicht kommen, hat mir geholfen. Oh. Hat mich rausgezogen. Aus dem Bach und hat mich eben geschafft. Dabei gehe ich schon übergewohnt. Naja, hat mich eben geschafft. Hat er klingelt und hat gesagt: Ach so, nee, warte, und jetzt kann ich dir erzählen, das Fahrrad hat er drinnen liegen lassen. Ja, das Fahrrad hat er drinnen liegen lassen und hat mich eben gebracht, weil es war ja gleich gegenüber. Ja. Und hat geklingelt, hat meine Mutter aufgemacht. Ach, die hat schon wieder klein. Oh, Manfreds Mutti, gell, die hat schon wieder die Ohren verleiert. Oh je, oh je, oh je. Naja, war ja nichts Neues bei mir, gell. Und dann hat sie, naja, und da hat sie gesagt, na, wo ist denn das Fahrrad von dem kleinen Manni? Und da hat sie gesagt, das ist nicht so im Bach, na, ist mein Vater los, gell, ist im Bach rein und hat das Fahrrad rausgeholt. Oh ne, ein Drama, sag ich dir. Da war's los. Und ich bin mal im Berg nur noch gedüst, das sag ich dir, aber voll Karo. Und unten war nur eine Querstraße, gell? Ja. Und geradeaus ging es nicht weiter und da lag ein riesengroßer Kiefshaufen. Und ich bin voll Lesrohr, Junge, bin ich ja nur noch gedüst mit dem Fahrrad, gell? Und Manfred kraft seiner Wassersuppe, haut auf beide Bremsen vorne, also links und rechts, ja. Und hat ein bisschen vergessen, dass die Vorderbremse nicht mehr geht. Oh. Ja, ja, und hinten das Rad, naja, das stand und ist da einer hingerutscht, schöne. Und
Naja, und da ist gleich Manfred, ist auch schön aneinander gekachelt. Und gerade aus den Kieshaufen rein, aber volles Produkt, Junge. Alles, was die Luzi hergegeben hat. Eieieiei. Da ist ja. Du warst ja ein kleiner Draufgänger. Ja, ja. Ich hab nur Scheiße gebaut. Willst du schon sagen? Mit denen? Die eine Palette, da fehlen noch drei Latten. Das kriegt der Benedikt gar nicht mit. Okay. Aber ich stehe jetzt einfach mit drauf hier. Zack. Aber warte, mach danach eine Mittagspause, doch. Weißt du, ist schon wieder? Bin schon wieder Mittag, doch. Boah, ich komm da hin. Deine schöne Geschichten hier mit dem Fahrrad, da ist die Zeit verloren, du. Kommst du oder was? Ich komm im Bauwagen, du. Bin drin. Was? Auch schon drin? Ich mach die Tür fahren. Dann mach die Luke auf, ja. Bin dabei, du. Ja. Geht nein, schließt ab, einen Pfosten. So, was ist denn jetzt hier? Jetzt hier rein. Ich erschlag dir nochmal, wer hier immer mit den Gummistiefeln einlatscht. Jedes Mal wischt die hier unsere Putze hier das Zauber und irgendein Vollidiot latscht jetzt mal mit den Gummistiefeln rein. Ja, ja. So. Oh, Erich, wenn du das noch sehen könntest, alles. Gott sei Dank hast du noch dir. Gönn dir erstmal eine Stulle, du. Ja, eine Stulle. Oder hier mein Orangenwasser, gell? Das ist auch schön. Orangenwasser, hör auf, du, was du da sagst. So, meine lieben Freunde, wir sind noch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei Manus vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.